Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider, Underworld und dem Beagle. So, mein Gedanke letztes Mal war, glaube ich, gar nicht so falsch. Ich schau mal. Aber warum habe ich hier immer Schatzgeräusch? I don't know. Aber wenn ich auf die andere Seite jetzt möchte? Weil da liegen überall Schätze rum. Mal sehen. Ich gehe jetzt erstmal. Ich kann nämlich, wenn Lara mitmacht. Wandlauf, 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 höher, 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 höher. Die Wand tatsächlich bewegen. Oh Gott, Lara, bitte. Das habe ich nicht gecheckt. Ich die zu weit mache. Möchte ich einmal kurz. Nee, das bringt mir nichts. Shit. Oh Gott, hab ich Glück gehabt. Und dann nochmal da hoch. Hier sind ja noch überall Schätze. Dann mache ich das, damit ich dann hier hinten dran komme. Ich probiere das jetzt mal aus. Weil ich glaube, ich muss mir meinen Weg quasi dahin machen. Die Frage ist, wie ich ihn schlauerweise mache. Komme ich da hoch? Nee, komm ich nicht. Jo. Geh doch hoch. Weiter geht's ja hier nicht. Egal, mal gucken. Ich krieg das bestimmt schon irgendwie raus. Jetzt erstmal nach oben. Ich brauche mal einen Überblick über alles. Oh Gott. Oh. Ich bin sehr radikal zu den Fledermäusen. So, okay. Das hier hätte ich. Gut. Ja. Schön. Aber da drüben ist nämlich auch noch was. Das müsste ich ja dann komplett auf die ganz andere Seite ziehen, ne? Dann muss ich nochmal rüber. Aber wie auf die andere Seite ziehen? Das ist sehr interessant. Oh, ich bin so froh, dass sie sich jetzt selbst noch mal an der. Sag mal, Lara, was ist los mit dir? Wenn ich sag, du sollst darüber, dann geh da rüber. Also kann ich denn? Moment mal. Das mal da einmal los, sodass wir dazwischen durchkommen. Natürlich. Nicht genug. Okay, wartet mal. Meine Idee ist nämlich jetzt, das geht nicht weiter. Aber das ist mir egal. Gehen wir jetzt mal darüber. Genau. Okay, warte mal.
Ihr habt bestimmt vielleicht im Kopf, was ich vorhabe. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich will hier runter. Das dürfte gehen. Jawollo, das müsste gehen. Nee. Das nicht. Ich kann die Wand nicht ziehen hier. Aber wie gemein. Auf jeden Fall ist da ein Schatz, das ist ganz nett. Habe ich es falsch gemacht? Hätte ich das weiter... Warte mal. Frage ist, geht das? Muss ich ausprobieren. In diese Richtung. Hätte ich das noch weiter rüberschieben können, sodass ich es auf der Seite, wo der Tor ist, packen kann? Oder kann ich das komplett einmal rüber machen? Das muss ich ausprobieren, Leute. Das probieren wir aus, weil ich glaube, dass da hinten beim Tor die Reliquie liegt. Ich bin mir aber nicht sicher. Das sah optisch so aus, als ich mich gerade im Raum umgeguckt habe. Sollten wir aber doch wohl hinkriegen, ha? Huh? Okay. Wenn ich doch schon so viel hier übersehen habe, wäre es doch eigentlich ziemlich cool, die Reliquie abzustauben. Voilà. Okay, warte mal. Lass mich mal hier durch. Dann drücken wir wieder ganz dolle. Bis nichts mehr geht, drücken wir. Oh Gott. Gott sei Dank hat sie das gemacht. Ja. Apps darüber. Ich bin übrigens sehr beeindruckt, dass sie mal tut, was ich von ihm möchte. Ja, aber ich möchte weiter. Ich möchte weitermachen. Ja, das ist nett, Mrs. Croft. Das ist wirklich sehr nett. Aber ich möchte weiter drücken. Moment. Ich bin hier noch nicht fertig. Von hier aus geht es nicht. Und nochmal zurück. Nee, nochmal zurück. Ist ja bescheuert. Ich muss die darüber kriegen, die Brücke. Da bin ich mir sogar sehr sicher. Die Frage ist nur, kann ich mich hier dezent abseilen und sagen, jui. Oder sterbe ich dann? Geronimo! Das ist sogar gegangen. Und drüber. Warte mal, nee. Was ist los? Oh, das geht nicht. Das geht nicht. Ich hab verstanden. Warte mal, wie weit kann ich es denn? Aua. Geht das dann? Kann ich dann drücken? Ja, geht das. Geht. Drück. Okay. Und rüber. 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 Warte mal, ich muss einmal hochgucken, ob das nicht schon ausgereicht hat. Ha! Gott, ich fühle mich so schlau. Du bist doch die Reliquie. Ja! So eine Kugel heißt immer Reliquie, Leute. So eine goldene Kugel. Ich habe zwar nur... Wartet. Ich habe nur... 20 von 30 Schätzen, aber dafür die Reliquie. Und das ohne, dass ich danach gesucht habe. Tja. Jetzt muss ich immer wieder rüber. Und alles wieder auf Null setzen. Also was heißt auf Null setzen, aber... Oh Gott. Höher, 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 höher.
Ich bin so froh, dass der Wandlauf hier ein bisschen angenehmer ist als bei Anniversary, bin ich ehrlich. In der Anniversary war der Albtraum der Wandlauf. Vor allen Dingen, wenn man dann nur ein bisschen schräger gehen musste. Also, dass man, also schräger gehen ist vielleicht auch die falsche... wenn man einen Wandlauf machen musste und dann nach hinten wegspringen musste, das war eine Folter. Das war eine Folter, das war eine Qual. Auf so vielen Ebenen einfach nur. Ich muss jetzt nur schauen, dass ich irgendwie... Ja, wo komme ich denn jetzt dahin? Ja. Also, ich habe die Reliquie, das ist schön. Ich weiß aber nicht, wie ich die dann nach Hause komme. Kann ich irgendwie von hier aus... Hm? Was? Was? Hier wurde mir gerade doch irgendwas eingeblendet. Nee, doch nicht. Das ist jetzt blöd gelaufen, ne? Okay. Ich habe das Gefühl, dass es nicht im Sinne des Erfinders war, dass das so gehen soll. Okay. Very interesting. Na, Tor, wie geht's so? Kannst du mir verraten, wie ich wieder zurückkomme? Oder ist das nicht so in deinem Bereich? Kann ich... Oder wartet mal. Kann ich vielleicht... Was mal los? Vielleicht über die andere Seite rübergehen? Da ist ja auch nichts zum Rübergehen. Scheiße. Jetzt ist da was zum Rübergehen. Auch wenn sie es jetzt nicht gemacht hat. Okay. Einen Moment mal. Das müsste hinhauen. Ja. Und jetzt darüber. Jetzt stehe ich aber hier, ne? Ich dachte, ich versuch's mal. Okay. Ja. Gut. Habe ich die Reliquie jetzt? Egal, also auf jeden Fall hat das funktioniert und ich beschwere mich nicht. Oh Gott, ja, okay. Jetzt finde ich meinen Rückweg aber nicht mehr. Scheiße. Kann ich nicht einfach sagen, ich spring von hier aus darüber? Nee, ne? Das erlaubt ihr mir nicht, oder? Ah. Warum willst du nicht, Lara? Okay, darüber. Okay, ich krieg das schon irgendwie. Oh, wie krieg ich das hin? Bis hierhin geht es. Ja, lass mal los. Aua. So, und dann bin ich ja hier. Okay, vielleicht schaffe ich es ja auch doch da hinten noch rüber zu springen. Eher nicht so. Ja, das ist jetzt natürlich interessant, dass ich jetzt geschafft habe, zwar in die Reliquie zu kommen, aber nicht mehr weiß, wie ich das rüberkriege, ne? Nun, ja. Ja, ist Pech, ne? Oh, da ist... Ich wollte gerade sagen, man kann hier überleben. Ich war auf der falschen Seite.
Oh, das ist interessant. Das ist jetzt sehr interessant. Ich glaube, dass das, was ich getan habe, theoretisch nicht mal falsch ist. Ich glaube nur, dass die Umsetzung... Lara, was war das? Wo ist sie hingesprungen? Also irgendwo in ihren Tod ist sie gesprungen. Okay, geschenkt, aber... What? Jetzt will sie gar nicht mehr. Ich glaube, wir kommen niemals mehr da raus. Hauptsache, ich habe die Reliquie, ne? Tomb Raider Anniversary endet hier, weil... Anniversary Legend endet... ich habe sie gleich alle durch. Underworld endet hier, weil ich zu doof bin. Gut. Das bringt mir ja nichts. Okay, versuchen wir es mal so rum. Das bringt mir auch nichts. Scheiße. Bringt mir das denn was? Also der Erfinder muss doch irgendwie eine Idee... Nee, sich überlegt haben, das muss schon irgendwie hinhauen. Ich kann da hoch, also. Oder kann ich jetzt... Warte mal, ich habe eine Idee. Vielleicht muss ich die gar nicht ganz rüberkriegen. Vielleicht reicht es ja aus, dass sie jetzt so mittig ist und ich kann einfach heftig drüber springen. So, hier so. Uhu. Reicht mir. Und ich bin nicht mehr Tor, wie es aussieht. Ich frage mich, wie er sich wieder aufgeladen hat. Keine Puppe mehr. Keine Puppe mehr? Warum? Oh, ich habe ernsthaft Spinnen weggeexplodiert. Ist das Wasser? Das ist Wasser. Okay, lass mal schauen, ob hier unten irgendwas Spannendes für mich ist. Wie ich schätze? Vielleicht kann ich meine Schatzquote ja doch noch mal ein bisschen verbessern. Jawohl, kann ich. Sie kann erstaunlich schnell, erstaunlich lang die Luft anhalten, bin ich ehrlich. Schatzquote direkt wieder ein kleines bisschen gesteigert. Nein, das war es nicht, was sie von mir wollten. Ich weiß nicht so ganz, was sie gerade von mir wollen. Ich werde es aber rausfinden. Warte mal, wenn das... Oh nein, sag mir nicht, ich muss... Oh Gott sei Dank, sie macht das hier viel einfacher als in Anniversary. Kein Aufregen, kein Gezeter, kein Gezerre. Was habe ich jetzt getan? Okay. Dann springen wir ins Wasser. Das Licht an. Weil unter Wasser sieht man hier echt schlecht, finde ich. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich nicht weiß, wie weit das geht. Dass ich eher ersaufe. Ist hier denn irgendwo noch... irgendwas? Nee, anscheinend nicht. Ah. Hier bin ich. Okay. Jetzt kann ich mich hier auch nochmal umgucken, wenn ich ehrlich bin. Ich
hier vielleicht noch irgendwas für mich ist, außer ein Hai natürlich. Könnte ich jetzt einfach eiskalt das Level nochmal machen? Oh, ist da eine Höhle? Nee, irgendwie nicht. Oh! Oh, Leute! Direkt am Anfang übersehen. Oh! Gut, dass ich nicht aufgetaucht bin. Hast du was gefunden? Eine Karte. Aber Vater hat sie vernichtet. Tja, der Apfel fällt eben nicht weit vom Stamm. Er hat sie bewusst vernichtet, um sie Nadla zu entziehen. Aber sicher hat er vorher alles konserviert. Und was noch wichtiger ist, er hat Thors zweiten Handschuh gefunden. Wo hat er ihn versteckt? Genau vor deiner Nase. Croft Manor. Mein Vater hat in Bogavati Artefakte geborgen und alle Informationen vernichtet, die nach Helheim hätten führen können. Aber er hat einen Hinweis zurückgelassen, den nur ich verstehen würde. Er muss etwas sehr Gefährliches entdeckt haben, um ein derart bedeutsames archäologische Stätte zu zerstören. Legeres Outfit. Ein bisschen legerer Outfit, natürlich. Ich bleib beim Sturmgewehr. Das sieht deutlich cooler aus, das Outfit, das stimmt wohl. Ich bedauere Lady Croft, aber ich habe die Krypta in letzter Zeit etwas vernachlässigt. Warum hast du uns nie etwas davon erzählt? Scheiße, ich wünschte, ich wüsste immer noch nichts. Wisst ihr was? Ich warte hier oben. Ich habe dich gewarnt, dass du mit deiner Musik irgendwann die Toten aufwächst. Denkst du, dass er hier ist? Dass Vater mit allen drei Initialen unterzeichnet hat, war ein Hinweis auf meinen Großvater. Licht bitte. Und sie hat die Taschenlampe gerade dahin gelegt. Ah, wie es aussieht, steckte mein Vater voller Überraschung. Und ich bin beschützt von den Toten. Das klang jetzt eigenartig, als ich das jetzt... Selbst für mich klang das eigenartig, Leute, als ich es gesagt habe. Okay, was haben wir denn? Gebietsinfo. 13 Schätze und eine Reliquie. Gut. Aber ich bin ein bisschen irritiert, weil... Ruinen der Geschichte. Die Hindu-Ruinen sind alt, aber Niflheim ist... weit älter, alt genug, um am Ende der letzten Eiszeit über dem Meeresspiegel zu liegen. Und diese Ruinen hier sind stilistisch identisch und stammen in etwa aus der gleichen Zeit. Die Hindus haben sie auf den noch älteren Ruinen darunter errichtet. Dadurch ist der starke Kontrast zwischen Architektur und Verwitterung entstanden. Von allen Göttern der Mythologie war Thor einer der stärksten. Das stimmt überhaupt nicht, Odin. Seine Stärke war allerdings nicht nur der Stoff von Legenden, wie sein Handschuh beweist. Punkt. Die Macht des Handschuhsteins aktiviert irgendwie spezielle Objekte und macht sie praktisch schwerelos. Für einen Beobachter, der nichts von dem Artefakt wusste, war dies zweifellos eine Demonstration außergewöhnlicher Stärke. Odin ist in der nordischen Mythologie der Gott der Weisheit und der Vater Thors. Seine Weisheit verdankt er seiner... einem Trunk aus Mimirs Brunnen unter der Weltenesche Yggdrasil, den er mit einem Auge bezahlte. Dort sah er auch die Ragnarök voraus, die letzte Schlacht, in der eines fernen Tages die Welt und die Götter selbst untergehen würden. Und obwohl er dies wusste, war er nicht in der Lage, den Weltuntergang zu verhindern.
Odins Weltkarte. Auf der Mauer steht, mein Sohn, deine Schätze nah und fern, der Bruder dieses Handschuhs, dein Gürtel, Mjignjadr und der mächtige Mjölnir, sie alle werden beschützt von den Toten, um Jörmungandr zu binden. Ob der historische Odin Thors literarischen Vater war, ist umstritten. Fest steht nur, dass die beiden Figuren miteinander in Beziehung standen. Thors Hammer, sein Gürtel und sein Handschuh wurden also in aller Welt versteckt, um die Midgard-Schlange Jörmungandr in Zaum zu halten. Was genau das bedeutet, ist genauso ungewiss wie die Natur der Midgard-Schlange. Vielleicht ist der Hinweis, dass die Artefakte von den Toten beschützt werden, eine Spur. In Bogavati hat Vater geschrieben, Nadla, ich weiß, was du planst und bin nicht mehr bei deiner Puppe. Egal wie ihre Partnerschaft ausgesehen haben mag, er hat dort etwas gefunden, das hier die Grundlage nahm. Und es muss etwas Wichtiges gewesen sein, sonst hätte Vater diese Stätte niemals entweiht. Aber er hat mit mir einen Hinweis hinterlassen, der mich zum Versteck des Artefaktes und Informationen führen könnte, die er aus Thailand mitgebracht hat. Okay. Ich werde immer mal wieder so ein bisschen vorlesen. Okay. Ich habe wieder gar keine... Wieso habe ich all meine... lass los, Lara, bitte. Ich glaube, dass das Kapitel nicht so groß ist und deswegen muss ich echt alles... Will ich aber doch gar nicht. Ich wette, hier gibt es viele Spinnen. Und Fledermäuse. Meine Batcave. Aber warum sollte ich meine Batcave ruinieren? Warum hat eigentlich jeder eine Nike-Statue rumstehen? Ich weiß, es ist die Göttin des Glücks, aber sie ist griechisch und es macht keinen Sinn. Cool. Cool, aber nein. Ich will erstmal auf den Boden. Ich komme schon irgendwie wieder nach oben. Überall, ne? Überall. Überall Spinnen. Hier kann ich nicht durch. Okay. Da muss was rein. Okay. Okay. Einmal so einen Überblick verschaffen schadet nicht. Es ist kein blauer Krug, also... Doch, da ist ein Schatz drin. Ich sag nichts. Warte mal. Kann ich so dreist sein und von hier aus wieder nach oben? Theoretisch bestimmt. Praktisch bin ich da ein bisschen zu doof dazu. Okay. Ja, das sieht gut aus. Oh Gott, nein. Oh, Lara, warum? Wollte sie mir jetzt demonstrieren, dass sie sich eben nicht immer festhält? Das war äußerst schlecht demonstriert, Lara. Echt richtig schlecht. Ich will doch nur darüber. Lara, nein! Nein! Ich werde nicht fragen, warum hier Medikits rumliegen. Schaffe ich das? Ja. Und dann sterbe ich. Ich hätte, glaube ich, da hochgemusst, um an die Stange da drüber und dann da drunter zu können. Oh, nee. Okay, kein Thema. Es war schmerzhaft.
kommen dir jetzt wieder die dämlichen Fledermäuse? Aber warum kann ich nicht da... Ach, von mir aus. Aber Lara! Ich frage mich jetzt natürlich schon, wie ich gerade einfach runtergekommen bin, ohne zu sterben und jetzt auf einmal nicht mehr. Ich gehe erst auf diese Seite. So, ich möchte gerne mein Kapitel da oben, also meine Folge da oben enden, wo ich ja auch gerade schon theoretisch war. Ich kann das. Ich kann das. Ich mache jetzt was Schlaues. Ich tue mir selbst einen Gefallen, damit ich nicht wieder balancieren muss. Und springe jetzt einfach hier hoch. Ja. Aber bitte zur anderen Richtung. Und zack, hier rüber. Also ihr Lieben, ich mache dann hier einen Cut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Habt einen schönen Tag und haut rein.